liebe Schwestern und Brüder in Christus, ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem kleinen Vortrag, zu dieser kleinen Reflexion im Rahmen der Reflexionsreihe zur Vorbereitung auf das Fest von Leichnam. Und das Thema, das ich heute kurz behandeln möchte, ist die Eucharistie und die Einheit der Christen. Dazu können Sie im Katechismus der katholischen Kirche nachlesen, die Artikel 1398 bis 1401. Und wir hören zu Beginn eine kurze Bibelstelle aus dem Johannesevangelium im 17. Kapitel, Verse 20 bis einschließlich 23. Jesus sagt: Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wir hören also, dass Jesus es wollte, dass wir eins sind, eins mit Gott, so wie er mit seinem Vater eins ist, aber auch eins untereinander. Und natürlich, die Eucharistie, die Kommunion ist das Sakrament der Einheit zwischen mir und Gott, der Einheit zwischen uns allen und unserem Herrn in Jesus Christus im Sakrament der Eucharistie. Aber natürlich geht es im Sakrament der Eucharistie nicht nur um Einheit zwischen mir als Individuum und Gott, sondern auch, genauso wichtig ist die Einheit zwischen mir und allen anderen Christen, zwischen mir und meinen Schwestern und Brüdern, zwischen uns als Glaubensgemeinschaft, als Familie der Kirche. Und das ist, was die Eucharistie auch mit sich bringt, dass wir eins sind in Jesus, eins sind in der Kirche. Das ist also nicht nur eine vertikale Verbindung zwischen mir und Einheit zwischen mir und Gott, sondern eine horizontale Verbindung zwischen mir und allen meinen Brüdern und Schwestern, sodass wir als Christen, als Mitglieder des Leibes Christi in der Eucharistie eins werden sollen. Natürlich steht dabei auch die Frage der Einheit der Christen. Denn wir wissen, dass in den letzten 500 Jahren, spätestens seit der Reformation, es nicht mehr so ist, dass wir alle eins sind, sondern es gibt die katholische Kirche, es gibt die evangelische Kirche, die Reformierten, die Baptisten und so viele andere kleine Gruppen und Konfessionen, die sich nicht einig sind über das, was sie glauben, und die auch nicht einig sind und eins sind, vor allem in den Fragen der Eucharistie. Natürlich können wir nicht einfach sagen, ja gut, dann laden wir halt alle ein und jeder ist willkommen und alles ist vergessen. Denn das ist keine wirkliche Einheit, das ist keine ehrliche Einheit, sondern man wischt die Probleme und die Differenzen einfach unter den Tisch und sagt, ja, wir tun so, als wären wir eins, wir sind es aber nicht. Aber es ist wichtig, dass wir als Christen, die wir daran glauben, dass Jesus wirklich und real präsent ist in der Eucharistie, dass Jesus sich selbst uns gibt zur Speise und zur Nahrung und zur Stärkung in seinem Blut und in seinem Leib in der Eucharistie. Es liegt an uns, dass wir durch unser Leben, durch unser Vorbild, durch unser Leben schöpfen aus der Eucharistie, dafür sorgen, dafür beten, dafür arbeiten, dass eines Tages alle Christen
wieder zusammen eins sein können um den Tisch der Eucharistie. Und so beten wir. Allmächtiger, liebender Gott, wir danken dir für deine Liebe und deine Fürsorge. Wir danken dir für das große Geschenk deines Sohnes Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast, um eins zu werden mit uns. Wir danken dir für das große Geschenk der Eucharistie, indem du uns immer wieder rufst, eins zu sein mit dir. Wir beten, dass jeder von uns durch deine Gnade und die Eingebung des Heiligen Geistes dazu fähig ist, Zeugnis zu geben von dem großen Geschenk der Eucharistie, von dem großen Geschenk des Leibes und Blutes Christi, deines Sohnes, sodass wir einst mit allen unseren christlichen Brüdern und Schwestern zusammen um den Tisch des Herrn Mahl halten können. Wir bitten dich im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.